Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich für dieses Video auf die Suche gemacht, um von allen Super Unique Monstern schöne Nahaufnahmen zu machen. Und natürlich erfahrt ihr auch, wo diese Monster zu finden sind. Außerdem habe ich die wichtigsten Informationen wie Resistenzen und Monsterlevel übersichtlich zusammengefasst und es geht auch direkt los mit dem ersten Akt. Das allererste Super Unique Monster, dem man begegnet, ist in der Regel Totenfeuer, der blaue Zombie am Ende der Höhle des Bösen. Er besitzt immer die Eigenschaft Spektraltreffer. Die anderen Mods variieren bei den Super Uniques immer. Totenfeuer gehört zur Kategorie der Untoten. In der kalten Ebene findet man Bishibosh, einen einzigartigen Schamanen, der die Fähigkeit hat, andere Schamanen wiederzubeleben. Dieser Dämon ist feuerverzaubert und magieresistent. In der Grotte unter der kalten Ebene wartet Kaltkrähe, eine Jägerin, die ebenfalls als Dämon klassifiziert ist. Sie besitzt stets Kälteverzauberung. Als nächstes kommt Blutrabe, eine Jägerin, die auf dem Friedhof ihr Unwesen treibt. Sie besitzt keine Immunitäten, alle Resistenzen sind bei ihr auf 50%. Sie hat auch keine ausgeschriebenen Zusatzmods, dafür aber ein paar Spezialfähigkeiten. Sie schießt Feuerpfeile ab, kann Zombies beschwören und verflucht den Spieler hin und wieder mit erhöhter Schaden. Wenn man auf dem Friedhof die Krypta erkundet, findet man dort ein rotes Skelett mit dem Namen Knochenbrecher. Dieser Untote hat immer die Mods extra stark und magieresistent. Im Feld der Steine wartet bei den Monolithen ein Gefallener namens Rakanichi. Sein Name wird von anderen Gefallenen immer mal wieder gerufen. Er ist extra schnell und blitzverzaubert und zählt als Dämon. Im Dunkelwald beschützt Baumkopf Holzfaust den questrelevanten Inifusbaum. Er ist extra schnell und extra stark, also ist für schwächere Charaktere Vorsicht geboten. Wenn man Tristram besucht, trifft man dort im unteren Bereich auf Griswold, den Schmied und Händler aus Diablo 1. Er ist nun ein verfluchter Untoter. Der Turm im Schwarzmoor ist das Zuhause der Gräfin, eine feuerverzauberte Nahkampfjägerin. Sie zählt als Dämon und ist in Hölle immun gegen Feuer und Kälte. Die Gräfin ist das Missionsziel bei der vierten Quest. In den Baracken hinter dem inneren Kloster ist der Schmied zu finden, ein extra starker Dämon, der den kleinen Hammer für die fünfte Quest beschützt. Der Schmied ist besonders anfällig für Giftattacken. Im Gefängnis Level 2 versteckt sich Schleimer Faulhund, ein Dämon, der verflucht und Kälte verzaubert ist. Wenn man nach dem Gefängnis über das innere Kloster in die Kathedrale kommt, findet man dort beim Altar einen grünen Skelettmagier namens Knochenasche. Dieser Untote ist extra stark, kälteverzaubert und magieresistent. Andariel zählt als Aktboss auch zu den Super-Unique-Monstern.
Ihre Nahkampfangriffe besitzen Giftschaden und außerdem beherrscht sie die Gift-Nova. Sie ist besonders anfällig für Feuerschaden. Das Q-Level gehört als Zusatzareal auch zum ersten Akt und dort findet man den Q-König. Der trägt in Resurrected jetzt auch eine Krone. Er ist außerdem blitzverzaubert und magieresistent. Im zweiten Akt findet man in der Kanalisation unter Ludgulein den untoten Skelettbeschwörer Radament. Er besitzt keine Immunitäten, ist aber besonders anfällig für Feuer- und Blitzschaden. Man erledigt ihn, um die erste Quest abzuschließen. Im Steingrab unter der felsigen Öde findet man in Level 2 die untote Mumie Kriecharm. Sie ist extra stark sowie Kälte verzaubert. In den Hallen der Toten wird der Horadrim-Würfel von Bluthexe und ihrer Entourage aus Katzenkriegerinnen bewacht. Sie ist extra stark und verflucht, auch eine Kombination, die für schwächere Helden sehr fies sein kann. Käferkaut treibt in der fernen Oase sein Unwesen. Er ist blitzimmun und wie alle Käfer seiner Art sendet er Blitze aus, wenn er getroffen wird. In der Wurmgruft unter der Oase wartet am Ende in der Schatzkammer Kaltwurm. Er ist kälteverzaubert und magieresistent, kann Sandwürmer herbeirufen und verfügt ansonsten über keine aktiven Angriffe. In der vergessenen Stadt treibt sich der dunkle Vorfahr herum, ein Untoter, der extra schnell und magieresistent ist. Das Vipern-Amulett wird von einer Horde Schlangen beschützt, unter ihnen Reißzahn. Dieses Super-Unique-Monster ist blitzverzaubert und extra schnell. Info am Rande: Die Schlangen betreten nicht die Plattform in der Mitte, wo der Altar steht. Im Palastkeller Level 3 findet man in der Nähe des Portals zur geheimen Zuflucht den Sandkrieger Feuerauge. Er ist extra schnell und feuerverzaubert. Der Geisterbeschwörer, den man für die fünfte Quest erlegen muss, wartet am Ende der Zuflucht. Er besitzt keine Immunitäten. Zu seinen Attacken gehören Feuerwand und Gletschernadel. K, der Seelenlose, ist von allen Super-Unique-Monstern am schwersten zu finden. Er versteckt sich in einem der falschen Gräber und dort auch nicht zwingend bei der goldenen Truhe. Seine Mods sind extra stark, Mana-Verbrennung und Blitzverzauberung. Im richtigen Grab wartet in der Grabkammer der Aktboss Duriel. Er hat eine hohe Angriffsgeschwindigkeit und verlangsamt seine Widersacher mit der Frostaura. Er besitzt ausschließlich Nahkampfattacken.
Besonders anfällig ist Duriel gegen Magie und physischen Schaden. Im dritten Akt geht es in der Spinnenhöhle los. Dort wartet Zack der Brenner. Diese Spinne ist extra stark und verflucht. Ihr findet sie im unteren Bereich in der Nähe der goldenen Kiste. Auf der Suche nach Kalims Gehirn stößt man am Ende des Schinder-Dungeons auf Hexendoktor Endugu. Er ist feuerverzaubert und magieresistent und besteht genau genommen aus zwei Monstern. Wenn man den Dschungel hinter sich lässt und nach Unterkurast voranschreitet, wartet dort am Eingang Sturmbaum. Er ist immer blitzverzaubert. Im zerfallenen Tempel, den man für die vierte Quest aufsucht, wartet die Kampfmaid Sarina. Ihre festen Mods sind extra schnell und Spektraltreffer. In der Kanalisation wartet die Fledermaus Eisfalke Riftflügel. Sie ist kälteverzaubert und kann teleportieren. Zusammen mit ihrem Schwarm hängt sie immer irgendwo am Durchgang zur Ebene 2 rum. In Travinkal muss der Hohe Rat bekämpft werden und unter den Mitgliedern haben wir gleich drei Super-Unix. Geleb Flammenfinger, Ismail Übelhand und Torque Eisfaust. Wie alle Ratsmitglieder können sie zur Unterstützung Hydras herbeirufen. Auf dem Weg zu Mephisto stößt man in der dritten Ebene des Kerkers auf weitere Ratsmitglieder. Auch hier sind wieder drei von ihnen besonders interessant. Bremfunkenfaust, Maffa Drachenhand und Björn Todbringer. Mephisto muss bezwungen werden, um den dritten Akt abzuschließen. Er besitzt verschiedene Elementarangriffe. Am gefährlichsten sind die Eiskugeln. Mephisto ist vor allem mit physischem Schaden zu beeindrucken. Im vierten Akt
bekommt man als erstes den Auftrag, Isual zu töten, der sich in der Ebene der Verzweiflung versteckt. Er verursacht im Nahkampf Kälteschaden und beherrscht außerdem die Frostnova. Für die zweite Quest muss der Höllenschmied Hephaisto im Flammenfluss aufgesucht werden. Er zählt zu den Dämonen und ist anfällig für Giftschaden. Neben Magieresistenz und Spektraltreffern kann er auch die Verurteilungsaura nutzen. Im Chaos-Sanktuarium müssen zunächst die drei Siegel aktiviert und die spawnenden Monsterpacks besiegt werden, damit der Aktboss Diablo erscheint. Beim linken Siegel kommt Großvisier des Chaos heraus, ein extra starker und feuerverzauberter Geist, der in die Kategorie der Untoten fällt. Beim mittleren Siegel spawnt Lord Desise, ein untoter Magier, der extra schnell ist und die Fanatismus-Aura mitbringt. Beim rechten Siegel erscheint der Vergifter der Seelen, ein feuerspuckender Dämon mit den Eigenschaften extra schnell und Spektraltreffer. Diablo selbst erscheint anschließend im Pentagramm in der Mitte. Neben Nahkampfangriffen kann er einen roten Blitzstrahl ausstoßen, Knochengefängnisse zaubern und Feuerangriffe ausführen. Die Flammenringe sind dabei relativ schwach im Vergleich zum Feuersturm. Zu Beginn des fünften Aktes kommt man im blutigen Vorgebirge an einer schmalen Stelle vorbei. Dort wartet Dagfarren, ein kleiner hexender Gnom. Er ist kälteverzaubert und gehört zu den Dämonen. Am Ende des Vorgebirges wartet Cenk der Aufseher. Dieser Dämon muss für die erste Quest bezwungen werden. Er besitzt immer die Eigenschaft extra stark. Ein paar Schritte weiter kommt man dann im Eishochland am ersten Wegpunkt vorbei und direkt dahinter wartet Eldritch der Richter. Er ist so wie Cenk ein beliebtes Loot-Ziel, weil er so schnell zu finden ist. Im Eishochland gibt es dann auch noch den Schafzahnschlechter, ein Dämon mit der Eigenschaft extra schnell. Man findet ihn meist dort, wo die ersten Barbarenkrieger gefangen sind.
einem Durchgang zur Ariad-Hochebene lauert Tiefauge der Entfesselte, erkennbar durch seine auffällig rote Färbung. Er ist extra schnell und extra stark. Am Ende der Hochebene ist der Eingang zum Kristalldurchgang. Dieser wird von Dreschzocker bewacht. Um Anya zu retten, muss man sich am Ende des Frostflusses mit einer Horde Eis-Yetis auseinandersetzen. Ihr Anführer heißt Froststein. Seine festen Mods sind Kälteverzauberung und Mana-Verbrennung. Beim Gletscherweg gibt es eine goldene Truhe, die von einem Untoten namens Knochenbrecher beschützt wird. Er ist extra stark und magieresistent. Wenn man durch Anyas rotes Portal zu Nilataks Tempel geht, wartet in der Eingangshalle Knochenhaut, ein feuerverzauberter Untoter. Auch er ist aufgrund seiner schnellen Erreichbarkeit ein beliebtes Loot-Ziel. Ganz unten in seinem Tempel versteckt sich Nilatak, der für seine Kadaverexplosion gefürchtet wird. Auffällig ist auch sein extrem hohes Monsterlevel in Hölle. Nilatak! Was hat euch so weit gebracht? Ein eher unbekanntes Monster auf dieser Liste ist Schnappzapp-Schmetter, eine Frostbestie, die im Eiskeller unter dem Weg der Urahnen beheimatet ist. Schnappzapp ist kälteverzaubert und verflucht. Die Urahnen auf dem Gipfel des Ariads sind streng genommen auch Super-Unique-Monster, allerdings droppen sie nichts und geben auch nur einmalig bei Questabschluss Erfahrung. Sie müssen jedoch von jedem Helden einmal bezwungen werden, um Zugang zum Weltsteinturm zu erlangen. Thank you.
in Bals Thronsaal spawnen nacheinander 5 Wellenmonster-Packs, die jeweils die verschiedenen Akte repräsentieren. Die erste Welle wird angeführt von Colenso dem Vernichter. Sein Name wird übrigens immer mal wieder von anderen Schamanen gerufen. Er ist immer feuerverzaubert. Achmel, der Verfluchte, leitet die zweite Welle. Er verkörpert hier den zweiten Akt und ist giftverzaubert. Die dritte Welle besteht aus Ratsmitgliedern. Ihr Boss ist Bartok der Blutige. Bei der vierten Welle handelt es sich um Feuerdämonen, angeführt von Venta dem Unheiligen, der die Mod extra schnell mitbringt. Bei der letzten Welle spawnt Lister der Quäler mit seinen Begleitern. Das Erscheinungsbild dieser Monster ist einzigartig im Spiel. Beim Endkampf in der Weltsteinkammer muss Baal besiegt werden. Er kann sich teleportieren und verdoppeln, beschwört Tentakel, die aus dem Boden herauskommen, beherrscht Nah- und Fernkampfattacken und verbrennt Mana. Er ist besonders anfällig für Magieschaden. Das waren alle Super Unique Monster aus der aktuellen Spielversion. Dieses Video ist aufwendiger geworden als erwartet, deshalb ist die letzten Tage auch nichts herausgekommen. Als nächstes kommen wieder ein paar Charakter-Guides und Kurzbeiträge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, macht es gut und bis bald. Kommt schon! Folgt mir!